So, und weiter geht's. Ach, die versunkenen Grüfte. Einer meiner Lieblingslevel einfach nur deswegen, weil es nicht die Frozen Throne 3 sind. Aber auch die sind definitiv nicht zu verachten. Vor allem dank dieser... ich habe eigentlich keine Ahnung, wie sie offiziell heißen. So, oder ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich glaube, ich habe sie mal einfach Einsiedlerkrebse genannt. Na, auf jeden Fall, diese Viecher sind schon verflucht gefährlich. Bei denen funktioniert es halt einfach nicht, so durch so eine Horde schnell durchzulaufen, weil sie halt einen verlangsamen können, wenn sie einen mit ihrer Attacke treffen. Das macht zwar nicht so sonderlich viel Schaden, sorgt aber oft dafür, dass halt einen der Rest der Horde einfach so umbringt. Ja. Hier ist auch eine schöne Position für einen Turm. Für diejenigen, die noch nicht gesehen haben, wie ich den Gefangenen freigeschaltet habe, in dem Level auf jeden Fall immer mal ganz rechts nachschauen. Dort kann sich nämlich ein optionaler Boss befinden. Aktiviere ich gleich einen Teleporter? Ja, ich krieg Geld, kriege ich sehr schnell. Und da kann ich jetzt mal aktivieren und dann halt mich auf die Suche nach anderen Items machen. Ja, dazu sollte ich natürlich auch aktivieren. Ja, hier an dem Boss hat man gerade gesehen, wie übel das Minenfeld eigentlich so reinzimmert. Besonders mit den ganzen Schadensupgrades, die ich habe, ist eine dumme Idee, von den Gegnern zu versuchen, mich zu verfolgen. Ja, das ist schön. Und jetzt auch noch die Geister. Noch mehr, dass ich nicht alles selber machen muss. Das ist immer positiv. Oh, wow. Okay, ist wieder mehr Minen. Währenddessen hier noch ein Turm. Autsch, autsch, autsch. Ich sollte vorsichtiger sein. Aber das sollte ich irgendwie immer. So, endlich, der ist tot. Ah, okay. Das war tatsächlich, was ich gedacht hatte, was er tut. Jetzt kritte ich automatisch alle Gegner, die nur noch wenig Health haben. Also noch viel mehr Schaden, den ich anrichte. Das ist immer gut. Geister dürfen sich mal wieder um die da oben kümmern. Fuck. Wobei, was mein Computer allerdings gar nicht lustig findet. Die Frames sind gerade auf 30 gefallen. Tja, doppelte Gegner, halbe Frames per Second. Aber das nehme ich ganz gerne in Kauf. Wenn dafür halt die Gegner einfach so versterben. Ja. Und das holt sich ja ganz schnell wieder, wenn die Geister erstmal wieder weg sind. Inzwischen, wie man so an dem grünen Plus da über ihren Köpfen sieht, regenerieren sich die Gegner ärgerlicherweise inzwischen auch gelegentlich. Keine Ahnung, ob das besonders abgegradete Gegner sind oder woran das liegt, wer sich wann regeneriert. Hm, okay, noch viel mehr Geld. Und dort oben stirbt es jetzt einfach so, danke. Hm, okay, auch viel mehr Hitpoints, das ist sehr schön. Und dann gehe ich doch mal unten rum und schaue, was wir so noch finden. Nichts Besonderes, nur eben die großen Container.
Und an Geld mangelt es mir wahrhaftig nicht. Naja. Items? Irgendwas? Nö. Nicht gerade gut bestückt, dieses Level. Okay, hier haben wir immer noch ein paar Schreine, also zumindest einen Schrein. Und ja, doch zwei hier. Und mit dem ganzen Geld sollte garantiert dann noch ein Item rausspringen. Ja, solide, aber boah, der Seelenkrug ist besser. Oh, da hat sich jemand hier runtergeschlichen. Mag er nicht? Hallo? Ah, endlich. Okay. Nein, ich hatte tatsächlich nicht genug Geld, um die ganzen die Scheine auszureizen. Ah, okay. Jetzt aber. Okay. Jetzt habe ich das schon dreimal und ich glaube, es kam noch nie zur Anwendung. Oh, falsche Richtung, okay. Da hinten gibt es noch welche. Die Raketen sind immer noch eine gute Anzeige, wie nah die Gegner sind. Wenn man damit trifft, sind sie nicht mehr weit. Ist halt knapp, da knapp über, ja, über so weit, wie halt dein Screen reicht. So, jetzt ist alles tot. War da hinten links noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne. Auf ins nächste Level. Oh. Hier noch ein bisschen EP. Und mal sehen, was wir so als nächstes kriegen. Die Magma-Baracken. Das ist nicht einfach. Vor allem, weil es hier einen der übelsten Bosse gibt. Mal sehen, ob wir ihn diesmal finden. Denn den gibt es nur exakt hier. Erstmal das Kopfzeug hier umbringen. Hier bin ich tatsächlich ein bisschen unsicher, ob ich tatsächlich den Teleporter überhaupt aktivieren will, wenn ich ihn direkt finde. Okay, gut zu merken, hier unten gibt's noch ein Item zu holen. Blöderweise habe ich jetzt halt noch nicht genug Geld dafür. Verdammt. Okay, da ist vielleicht ein. Das sind vielleicht ein paar hartnäckige Viecher hier. Spinnen kann ich sowieso nicht leiden. Ich gebe ihm noch ein paar Missiles zum Abschiedsgruß mit und gehe dann einfach. Fuck. Okay, hier gibt's nichts. Irgendwie Spinnenviecher helfen am besten die Geister der Spinnenviecher. Wärmer, ich gehe einfach. Es wird mir ein bisschen zu haarig. Kann immerhin immer so nebenbei den Gegnern was mitgeben. Ganz besonders, wenn man gerade am Davonlaufen ist. Ist das dieses Minenfeld einfach klasse. Ein kleines, aber wichtiges Detail. Das Minenfeld tut dann, also nein, nicht das Minenfeld, die Lava meine ich natürlich. Der tut den Gegnern genauso wie dir.
Aber sie müssen halt irgendwie erstmal darin landen. Oh Gott, wie viele von den Drecksichern kommen hier noch? Ich vermine hier einfach völlig alles. So, plus zwei Türme. Sollte mit denen kurzen Prozess machen. Jetzt habe ich noch eine. Was zur Hölle habe ich da eingesammelt? Ah, okay. Eine Laserdrohne, wunderbar. Ich dachte schon, was ist das da, aber. Ja. Scheint nichts Relevantes zu sein, aber. Ich räume hier dann wieder noch ein bisschen auf, weil ich an das Item ran will. Und danach aktiviere ich einen Teleporter. Noch Mörser dazu, okay. Und, kommt er? Kommt er? Ja, der Cremator. Ah, ich bin nicht glücklich darüber. Der ist nämlich verflucht, drecksübel. Also mal wieder, der Punkt an sich wäre ja kein Problem, weil man ihn halt dann direkt bekämpfen kann. Aber bei den üblen Standardgegnern, die es hier gibt, auch noch, ist ein verfluchtes Problem. Weswegen ist er so ein Problem? Ich demonstriere es mal, indem ich hier einfach hochklettere. Man sollte meinen, ich bin jetzt sicher vor ihm, oder? Nein, bin ich nicht. Er schießt quer über das ganze verdammte Map, wenn es sein muss. Und seine Schüsse sind nicht so einfach zu dodgen. Es wird einem zwar schön angezeigt, wo er hinschießt, aber. Ja. Zu wissen, wo er hinschießt und dann nicht getroffen zu werden, das sind zwei unterschiedliche Sachen so bei ihm. Wow. Und außerdem sterbe ich gerade an den ganzen Drecksüchern, die da spawnen. Ich muss weg. Okay, kümmert ihr euch da unten drum? Die Flammendrohnen, die ich da aufgesammelt habe, finde ich eine der schlechteren. Besonders, weil sie genauso teuer ist wie die Laserdrohne. Sie feuert zwar echt konstant und macht saftig Schaden, aber halt, ja, die Reichweite ist so lala. Boah. Okay, Spawn tut nichts mehr. Autsch. Diese verdammten Felsschüsse, die er durch die Gegend verballert, tun halt auch weh, wenn man nur dazwischen steht, nicht nur auf seinen Einschlagspunkt. Ganz besonders, wenn man entgegenläuft, kann das verflucht schmerzhaft sein. Ah. Man muss auch immer berücksichtigen, wo er herschießt und wie dann so der Flugbogen ist. Oh. Immer mit der Ruhe. Nur noch 33 Gegner. Autsch. Wenn man dann endlich Zeit hat, sich direkt um ihn zu kümmern, dann ist er nicht mehr so tragisch. Aber wenn man währenddessen halt auf der Flucht ist und mir noch mit den ganzen anderen Gegnern zu kämpfen hat, ist er ja das übelst. Wow. Schön, dass. Ah! Jetzt dürfte er versterben. Na, nicht ganz. Nicht mal annähernd, um besser gesagt. Okay. Hilfe. Kannst du das nicht hier unten rechts reinfallen? Dann muss man halt den ganzen Weg bis da ganz links machen und kann durchaus sein, dass man das nicht überlebt. Sogar sehr wahrscheinlich.
stirbst du endlich? Okay, irgendwas da unten habe ich noch umgebracht. Ah, endlich. Na, wie ihr seht, dadurch, dass sie mir einen Gefallen getan haben, in die Lava zu fallen, versterben die von ganz alleine. Hier ist nicht gut, dann sollen die sich drum kümmern. Denn ich weiß, da unten gibt es auch noch welche. Ah ja, okay, ganz unten. Dort gab es ja auch noch ein Item zu holen, was ich mir vorgemerkt habe. Also ja, gar nicht schlecht, aber... Ja, jetzt erstmal ganz nach rechts, um mir das Item zu holen. Ne? Blöderweise bin ich nicht nah genug an den anderen Gegnern, um sie währenddessen mit den Raketen zu behaken. Sehen Sie ja. Ein bisschen spät dafür, aber ja, kann man sich nicht bescheren. Hätte auch der drittes Bike Strip sein können. Ah. Und jetzt wird's halt ein bisschen lahmarschig. Ganz besonders, weil ich halt noch da rechts nachschauen möchte, ob ich da noch Items finde. Na, immerhin treffe ich sie von hier aus. Also ich kann nebenher ein bisschen sie behaken. So, na also. In Geld habe ich definitiv wieder viel zu viel. Schon auf ICO-Schwierigkeit. Gut, dass wir fast haben. Hier ist einfach nur ein anders aussehender Schrein. Hat nichts Besonderes. Okay, von hier aus treffe ich aber nichts mehr. Okay, den Container hätte ich mir vielleicht auch sparen können. Also letztes Mal haben wir es immerhin schon mal bis zum Boss geschafft, aber mal schauen, ob ich diesmal tatsächlich den Boss knacke. Da wäre ich recht glücklich. Vor allem, das schaltet auch wieder einen Charakter frei. Einen, den ich absolut nicht leiden kann, aber ja, es ist ein Charakter mehr. Ah, okay, da oben sind sie. Und wenn, während wir uns den Gegner nähern, töten wir sie halt nebenher. Ah, das ist der letzte. Ja. Also nicht der letzte Gegner, aber der letzte, der da hinten rechts war. Es ist echt ärgerlich, dass er so bei den vier Raketen dann halt immer so lang stehen bleibt. Ah, schön. Der hat noch keinen Wissblock? Interessant. Ah, stirbst du jetzt? Ja, weiter zu Tode gelootet. Wunderbar. Und auf geht's zum nächsten Level. Obwohl, ich glaube, an der Stelle sollte ich mal wieder einen Cut ansetzen. Also... Nachdem wir uns in Temple of the Elders wiederfinden, dann bis gleich.